Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dani Rolby und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir hier einen komischen Militärstützpunkt auseinandergenommen. Wo ist er? Weil nicht, irgendwo hier war einer. Und haben schon wieder eine Power Armor bekommen. Geil. Damit gehe ich jetzt voll durch das Feuer hier durch, ohne Schaden zu bekommen. Watch this. Geht der Fall runter? Nee, ne? Keine Ahnung. Ja. Hier. Hier ist der dritte, okay. Schon sagen, hier waren nur drei, aber ich habe bis jetzt nur zwei gelootet. Also schon gefragt, wo die letzte Person war. Aber stimmt, die ist zu Asche zerfallen. So, hier ist noch irgendwo ein Gebiet, das wir nicht erkundet haben. Was eine Kirche oder irgend so ein anderes Stadtzentrum, was weiß ich, ist. Und wer gerade ein. Aufgepasst. Hier ist mein Angebot. Nimm mal kurz. Das ist jetzt ein bisschen random, aber nimm mal meine Fusionskerne, die noch voll sind. Weil ich tue im Moment jetzt alles meine. Was? Ja, wo ist denn jetzt der volle? Ja. Ich tue meinen ganzen vollen Fusionskerne jetzt immer wegstauen. Weil das stört mich echt an dem Spiel. Warum werden immer, wenn ich irgendwie in eine Power-Armor reingehe, meine neuen Fusionskerne da reingeballert? Wäre irgendwie besser, wenn meine schon angenagten benutzt werden. Weil wenn die noch voll sind, dann werden die alle so, meine Güte, so wie hier zum Beispiel angezeigt. Ich habe davon irgendwie, weiß nicht, 87 oder irgendwie sowas. Aber wenn die alle ein bisschen angenagt sind, zum Beispiel die beiden haben ja 99. Da wäre ja eigentlich logisch, wenn die beide irgendwie so zusammengefasst werden. Aber nein. Jetzt habe ich irgendwie so 10 Dinger, die alle Fusionskerne heißen. Das finde ich ein bisschen nervig. Deswegen tue ich jetzt immer meine vollen wegstauen, damit ich einen besseren Überblick habe. Damit nicht immer wieder neu benutzt werden. Und wo ist jetzt der Teil? Da. Das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, die mich nervt. Da ich jetzt nicht. Oh, Baseballplatz. Aber hier waren wir schon mal. Wird immer schwieriger irgendwie herauszufinden, wo wir schon waren und wo nicht. So, ach, bin ich hier nicht mal verreckt? Da bin ich mal verreckt, ne? Hier waren doch überall Ghule, glaube ich. Was weiß ich, irgendwo der Staudamm in der Nähe oder wo war das nochmal? Ne, das war anders. Weiß nicht. Jedenfalls ist jetzt hier. Oh ja. Ne, ich glaube, hier war ich noch nicht. Oder? Hey. Hm? Scheiße, was war das? Alter, was ist das denn? Was ist das denn für eine Waffe? Ist das ein Gatling-Laser? Ich habe noch keinen Gatling-Laser. Weil wenn du ein Legendärer bist, hat das auch irgendeinen Effekt. Wo ist Nick schon wieder? Ja, denk mal bloß nicht. Ich. Obwohl, lass mir erstmal meine Dings hier. Ich sehe es genau richtig. Ja, du bist so schnell kaputt. Weiß nicht. Badass. Oh, mein Gott, schmeiß doch nicht deine Waffe. Kilometer weit entfernt. Oh Gott, Gott, Gott. Das ist entweder eine Minigun oder ein Gatling-Laser. Ich glaube, das ist eine Minigun. Oh, das ist der Dings. Ah. Das ist der Gatling, das ist eine Minigun, die irgendwie, weiß ich nicht, einen Verbrennungseffekt hat, habe ich so das Gefühl. So, habe ich eine Power Armor jetzt gerade an. Hallo, na? Ha? Ich brauche mein VTS mal voll. Bang.
Bang. Bang. Bang. Nachladen. Bang. 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 Komm schon. Dann nimm du. So, sehr gut. So, jetzt soll der mal kommen, der Legendäre. Fette Rüstung und Gitterzaun hält mich auf. Dabei bin ich schon sehr oft mal vorbeigelaufen, ne? Oder au. Ich glaube, da ist zu nah. Egal. Ich glaube, das ist definitiv. Ich habe doch eine Power Armor an. Das passiert in letzter Zeit irgendwie zu oft, dass ich von diesem blöden Teil getroffen werde. Okay. Nicht voll, ja. So, du kommst also von hinten, ne? So was stehst du also. Oh Gott. Warte. Friss die. Wow, hier fliegt schon wieder jemand durch die Gegend. Wow, irgendwann werden mir die mehr ausgehen. Irgendwann. Dann werden wir noch am Leben. Doch. Was ist das denn? Brand mir egal. Ich hab den exakten Effekt, habe ich schon. Nur mal so zum Vergleich. Oh, was zum? Vor allem, das ist ja so ein MG-Scharfschützengewehr, ne? Da könnte man meinen, irgendwie das, boah, jeder Schuss ein bisschen weniger abzieht und der ist wieder hochgeil. Irgendwie. Ach nee, das hat irgendwie so einen Effekt, dass er zwei Schüsse auf einmal abgibt, was auch immer das bedeutet. Verdammt, nichts gefunden. Ich tue nur einen Schuss mal abgeben. Ja, du lebst also wieder, okay. So, ja. Aber ich werde die Waffe ein bisschen benutzen. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich sollte ihn ein bisschen aufballern. Doch die ist gar nicht aufgeballert. Vor allem so der Rückstoß, der ist ein bisschen nervig. Aber ist halt realistisch, ne? Ah, wo hier? Und irgendein anderer ist noch durch die Gegend geflogen, oder bist du das? Okay, in letzter Zeit kann ich nicht alle Jet-Sachen aufsammeln. Gut zu wissen. Ja, wo ist denn das Teil, was ich hier erkunden kann? Ah, ist irgendwas. Puff. Ach man. Was soll ich so puff? Landen. Eine Buff-Landung. Highschool, Südposten. Okay, ich nehme mal sehr stark an, da ist kein Vault, ne? War. Ne. So ungewohnt, dass der HUD hier gelb ist, und wenn ich Start drücke, ist alles grün. Wenn die nur Raider sind, ich meine, dieser Ort wird nicht so schwer.
sperrig sein. Vor allem mit meiner Power Armor. Mit meinem überraschend starken Scharfschützengewehr. Jetzt nur 45er Munition abschießt. Ich muss das unbedingt mal verbessern, habe ich das Gefühl. Vielleicht mache ich aus dem Ding irgendwie die Fernmedizin. So, Highschool. Ja, Raider und Schulen. Was haben Raider immer mit Schulen zu schaffen? Warum sind immer in Schulen irgendwie Raider? Fallout 3. Nebenspiel auch schon. Eine Pro-Snap-Kamera. Kreide. Aber wann kam nochmal DLC? Irgendwie so 26. oder so? April. Das heißt nicht Wasteland Creatures oder so, wie ich mal irgendwann gesagt habe, sondern Wasteland Workshop, glaube ich. Ich glaube, in erster Linie ist irgendwie beschäftigt das mit Siedlungen ausbauen und so. Sachen, mit denen man seine Siedlung irgendwie verschönern kann, irgendwie sowas. Hoffentlich ein paar Sachen, mit denen man interagieren kann, das wäre irgendwie besser. Stört mich nämlich nur so ein bisschen, macht die Siedlung so ein bisschen lebhafter an. Meine Schreibmaschine könnte vielleicht Klamottennamen zum Roboter bauen. Also ja. Aber es hat auch irgendwie was mit Monsterfang zu tun, glaube ich. Ich glaube, ich habe schon wieder die Trophäen irgendwie. Wir haben mir schon angezeigt zu diesem DLC, wo ich das noch gar nicht habe. Soweit bei Automatron auf jeden Fall. Könnt ihr schon sehen, was ich für Trophäen verdienen konnte in dem Spiel. Obwohl ich das DLC, obwohl das noch gar nicht draußen war und ich das noch gar nicht hatte. War schon. Kann nicht sein. So ein bisschen mickrig hier. So eine Schule, ich kann doch nicht so klein sein. Beckenknochen und Pilze auswachsen. Ist echt schon alles hier? Okay. Es war doch ein bisschen mickrig. Da bin ich blind. Ja, das ist schon alles hier. Meine Güte. Hier war ja gar nichts. Mach mich hier schon wieder paranoid. Hier muss doch irgendwas sein. auf dem Klo oder irgendwas. Vor allem, wir waren ja Raider stationiert, also nehme ich mal an, hier sind wenigstens irgendwie so ein paar Gegner noch gewesen, aber nee, auch nicht. So, dann haben wir wieder ab. Ich dachte, ich irgendwas hier haben wollte oder so, ne? Dass ich irgendwie von den Leid anderer profitieren konnte und so. Gibt's noch irgendwas, was hier so in der Nähe ist? Wenn ich schon mal hier bin. Dann kann ich so meine Pläne aufnehmen, die ich im nächsten Part eigentlich starten wollte. 10 Minuten noch irgendwie hier was erkunden und so. Wäre gut. Nochmal eine Schule, wo nichts drin ist. Und im nächsten Part mache ich dann das, was ich so vorhatte. Was eigentlich auch nur durchs Ödland reisen ist, aber bestimmte Richtungen und so. Gut, das war eine kolossale Zeitverschwendung bis jetzt.
So, kann ich da das Ding aufmachen? Die Burg ist hier in der Nähe. Muss ich ja auch noch machen für die Minutemänner. Ich werde ja wohl irgendwann mal so zufällig mal so eine blöde Siedlung hier stolpern. Statt darauf zu warten, dass der mir ausgerechnet mal eine Mission gibt, ich eine neue Siedlung finden muss, anstatt immer irgendwie so weit wie, ja, die brauchen eine Hilfe und so. Schon wieder. Zum fünften Mal in dieser Woche. Was haben wir denn da? Also Mutanten, und das heißt, da sind Supermutanten, da habe ich keine Lust. Da ist ja irgendwo noch ein Ort, den ich nicht erkundet habe. Wo sieht es hier so ein bisschen verlassen aus? Oh, ich bin gerade richtig blöde hier. Also an einem blöden Ort. Nicht, dass ich blöde bin und so. Also das auch, aber manchmal. So, wo gucken wir denn noch? Guck die ganze Zeit hier auf den blöden Kompass. Ich versuche hier irgendwie durchzurennen. Vor allem die Richtung, von der ich ursprünglich herkam. Oh, das ist ein Betibird. Das geht. Ich bin einer von euch jetzt, ne? So eine geile Rüstung an. Los, fang mich, fang mich. Und ich sehe das Ding schon abstürzen. Wenn hier noch. Das sieht da so aus, als könnte man irgendwo hin. Warte. Ach, waren wir nicht letztens. Oh, das sieht doch relativ frisch aus hier. Sind. Oh, ein Sucher bist du. So mit dem Institut verfeinert oder so. Soll's. Du bist gar nicht einer von diesen. Alle schmeißen ihre Waffen weg. Warum mache ich so viel Schaden mit dem Teil? Ich will so 45er Munition, mit der ich schieße. Cool. Auf dem Maul. Aua, macht diese so stylische Drehung, oder? Ich bin nicht neidisch. Finde ich gut, dass die alle auf mich warten. Also, der ist zu weit weg, da gehe ich nicht hin. Ich glaube, vor dem nächsten Part werde ich irgendwie die Waffe ein bisschen aufleveln, die schon jetzt so stark ist. Ich werde auf eure Gesichter sehen, so aus wie mein Helm ein bisschen. Von dem ein jedenfalls. Oh, upsala. Ja, das kannst du in einer Waffe nicht mehr benutzen, ne? Does not compute. What to do out. Einigen. Nimm es mir jetzt ja nicht übel, dass ich ein paar Sins kaputt haue, ne? Da wusste eine jetzt hingeflogen, der ist doch voll zu mir hingelaufen, als ich. Was? Nein, boah. Der ist voll mir entgegengeflogen gekommen, ist da hochgekommen. Ich krieg die Krise. Warte mal. Wie sieht so ein Harnisch aus? Einfach nur so, super. Was du nicht mehr tragen kannst, in meine. Nett.
Ach so, nee, ich wollte mir. Jetzt habe ich die ganzen Sündklamotten dabei. Was hat das Ding für einen Effekt? Macht mehr Schaden. Je mehr, je weniger Rüstungsverteidigung man hat. Das ist irgendwie so offensichtlich. Warum sagt mehr Schaden, je niedriger deine Rüstungsresistenz ist? Ach so, okay. Ich muss schon sagen. Weil je niedriger die Rüstungsresistenz des Gegners ist, desto mehr Schaden macht man. Das ist irgendwie, ist ja irgendwie klar. Oh. Wir haben wieder abgestürzt. Das ist nicht auf der Karte verzeichnet, oder? War ich noch nicht drinne? Okay. Ich meine, hier war ich schon mal, aber hier habe ich aussehend schon mal geambuscht. Dann werden meine Pläne schon wieder über den Haufen geworfen, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich halt richtig gesehen. Ist das eine Bowlingbahn oder was ist das? Nee, okay. Sah auf den ersten Blick aus wie eine Bowlingbahn. Na gut. Da ist ja meine Pläne waren, Haufen werfen. Nicht so, als hätte ich irgendwas tiefgründig jetzt geplant. Wollen nur bestimmte Orte hier abklappern, aber wenn wir das machen, ist eigentlich wurscht. Was denn hier noch? Das hier ist kein Ort, an dem man sich. Also wie jeder andere Ort im Ödland, okay. Na also. Valentine bewundert mich. Oh, super. Lange aufhalten sollte. Wenn ich Sachen hacke, dann liebst du mich. Wie gut, dass ich dich letzte Mal das verdammte Ding hab öffnen lassen. Mann. Na gut, also Terminals komme ich oft vorbei. Wenn ich Gänsehaut bekommen könnte. Was mit Schlösser? Ich sehe sowieso nicht, warum ich von Valentine noch nicht die Fähigkeit habe. Ich den echt so selten mitgenommen. Weil da ist ja irgendwie der erste Begleiter, den ich hatte, wenn ich mich irre. Außer Dogmeat. Ja, Terminal hat geben wir uns noch. Und dann kann man ja mal hier reingehen. Zu diesem Ort. Nee. Unsere dicken Power Armor. Der wird nicht tot gehen. Weil ich den letzten Skill habe, werde ich wahrscheinlich dauerhaft mit so einem Teil rumlaufen. Weil dann kann ich wenigstens so viel wie möglich aus dem Fusionskern rausholen. Sonst wären nämlich alle irgendwie verschwendet gewesen. Ich die vorher benutzt hätte. Oh, der Terminal kann ich benutzen. Ich meine, geht das ja nicht. Band abspielen, okay. Als Vorsitzender des Stadtrats berufe ich die Sitzung ein. Heute Abend nehmen Harry Owens, Gerald Spencer, Sylvia Cooper und ich selbst, Bert Strickland, als kommissarischer Vorsitzender des Stadtrats teil. Worum geht es hier, Bert? Ich habe Weizen, den ich einfahren muss. Gestern hatte ich einen sehr verstörenden Besuch. Ich konnte einen Teil der Unterhaltung aufzeichnen und ihr solltet sie euch am besten anhören. Ich finde darüber nichts in meinen Aufzeichnungen. Was genau wolltest du gleich nochmal?
Treib keine Spielchen mit mir. Wir wissen, dass ein Mädchen hier Daten aus der Vorkriegszeit gefunden hat, die mit Energieforschung zu tun haben. Und du wirst sie mir geben. Ich weiß wirklich nicht, welche Daten wir deiner Meinung nach haben sollen. Wir sind nur Bauern und Fischer. Ich werde mich gern für dich umhören, aber bitte steck die Pistole weg. Hör zu, mit mir kann man ja reden, aber das Institut will diese Daten. Du hast 2 Tage, sie mir zu beschaffen. Dann ziehen wir andere Seiten auf. Oh Gott, Jacqueline. Was hat deine Tochter getan, Gerald? Sie hat gesagt, dass sie an was dran ist in diesen alten Terminals, die sie repariert. Aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich was gefunden hat. Bullshit! Ich habe letzte Woche gehört, wie sie mit diesem Händler geredet hat. Es ging um irgendwas mit dem 10-fachen Preis, als wenn sie es in Diamond City verkaufen. Okay, lasst mich einfach mit ihr reden. Ich finde raus, ob sie die Daten hat oder nicht. Setz dich, Pete. Wir müssen hier alle die Ruhe bewahren. Behaltet das fürs Erste bitte für euch. Wir wollen hier auf keinen Fall eine Panik auslösen. Okay. Gut, dann wäre nicht der Part hier. Nehmen wir das schon mit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen. Sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.